der Testmischel von YouTube und heute stelle ich euch mal ein Produkt vor, was ihr prima hinter den Monitor von eurem PC machen könnt. Was das genau ist, das zeige ich euch jetzt erstmal. Hier sitze ich ja immer seit neuestem und wenn es abends dunkel ist, ist es für mich unangenehm, wenn ich nur auf den Monitor drauf gucke, also wenn dahinter keine Beleuchtung ist. Ich habe anfangs immer die Lampe so hinter den Monitor gemacht, damit ich da so ein bisschen Licht habe. Als Leuchtmittel wurden erst so eine uralte 40 Watt Glühbirne verwendet. Habe ich dann getauscht gegen eine 5,5 Watt LED. Das war die hier. Hat mir dann aber irgendwie nicht gereicht, denn ich wollte was haben, was heller ist und noch weniger an Strom verbraucht. Und deswegen habe ich mir drei LED Lichtschleißen bestellt. Diese haben nämlich nur einen Stromverbrauch von 3,08 Watt. Also bin ich von 40 auf 5,5 und dann auf 2,4 Watt runtergegangen. Weitere Infos zu den LED Lichtschleißen findet ihr dann unter dem Preis. Diese kosten übrigens 24,99 Euro und die Lieferung ist kostenlos. Wer Interesse daran hat, der Link dazu im Textfeld unter dem Video, einfach mal draufklicken. Sollte der mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in Kommentaren posten. Und so wurden die LED-Sticks geliefert in diesem Karton und die werde ich jetzt mal auspacken. Das war alles in der Verpackung gewesen. Wir haben hier einmal eine Aufbauanleitung. Da bekommt ihr dann noch erklärt, wie ihr die verbinden könnt und auf der Rückseite die Befestigung. Die LEDs, Verbindungsstücke, Verbindungskabel, Netzteil und der 6-fach Verbindungsstecker plus die Clips und das Klebepad. So schauen die LEDs aus. Verarbeitung ist ja gut, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Das hier ist der 6-fach-Verteiler. Hier kommt das Netzteil rein. Und hier kann man dann die LEDs anschließen. Das fand ich nicht so schön. Das ist nämlich schon ein bisschen schief verbaut worden. Ich zeige mal kurz, wie ihr die verbinden könnt. Entweder jeweils einzeln hier an den 6-fach-Verteiler oder ihr könnt die hintereinander machen. Dazu müsst ihr jetzt die beiden Sachen miteinander verbinden. Ist eigentlich recht einfach. Hier ist die Kontaktfläche und die muss nachher da drauf zeigen, also so rum reinstecken. Das war es auch schon gewesen. Schauen wir hier an und seht schon, funktioniert prima. Ihr könntet aber auch, ziehe ich mal gerade ab, den jetzt wieder hier verbinden. Mal gerade gucken, wie rum. So. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, nicht, dass die abbrechen. Hier so reinstecken, bis ein bisschen Schmack ist. Und das kommt jetzt dann in den 6-fach-Verteiler rein. So rum. Ne, andersrum. Gut, so. Und jetzt seht ihr, es sind beide mit dem 6-fach-Adapter verbunden. Und da habt ihr halt hier viel mehr Länge vom Kabel. Ja, hier ist die Rückseite von meinem Monitor und da werde ich die Leisten jetzt mal anbringen. Zwei LEDs habe ich schon angebracht. Ist ganz simpel. Ihr nehmt hier einfach diese Klammern, die werden hier so drauf geklipst. Dann kommt hier eins von den Klebepads drauf und dann wird das einfach ausgerichtet und dran geklebt. Es gibt auch so kleine Endkappen, die könnt ihr dann einfach hier so draufstecken. So, das Ganze ist mal angebracht. Es sind noch ein bisschen viele Kabel, die muss ich dann noch schön verlegen. Machen wir mal an. Und so schaut es jetzt im Hellen aus. Ich habe jetzt nochmal als Vergleich die 5,5 Watt LED-Lampe angemacht. Die hat ja mehr so ein gelbliches Licht. Jetzt mal die mal aus. Und jetzt kommen die LED-Leisten. Ihr seht, das ist heller. Verbraucht weniger Watt und ihr habt so ein kaltweißes Licht. So, nochmal der Vergleich. LED-Leisten aus, gelbliches Licht und dann wieder die Leisten an mit dem kaltweißen Licht. Und für mich persönlich ist das ein Augenschonender. Jetzt habe ich die LED-Stripes euch auch mal kurz vorgestellt. Ich finde die richtig klasse.
Verarbeitung ist wirklich sehr gut, die lassen sich sehr einfach zusammenstecken und das Schöne ist, die verbrauchen richtig wenig Strom. Des Weiteren machen die ein schönes, kalt-weißes Licht. Wer Interesse daran hat, der Link dazu dann im Text und dem Video. Das war der Testbeschrift von YouTube. Dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn du mich jetzt abonniert, verpasst du kein weiteres tolles Video.